So, da wären wir wieder. Ich dachte mir, spielen wir mal wieder Runde Spelunky. Ich habe jetzt seit mehreren Monaten nicht mehr gespielt. Mal gucken, ob das meine Fähigkeiten verbessert oder verschlechtert hat. Ich denke eher mal Letzteres. Ich mach mal Daily Challenge. Auch wenn es wahrscheinlich noch gar keiner mehr spielen wird. Trotzdem will ich mal gucken, wie weit ich komme. Und ich werde es richtig schön langsam angehen. Es gab Geister, ne? Ja, okay. Langsam angehen wegen wegen Steuerung erstmal her. Ich wollte die Schädel eigentlich aufheben. Okay. Mit derselben Taste wie Peitsche. Warum auch immer. So, dann werfen wir dich jetzt runter. Oh, oh. Werfen wir dich jetzt runter. Ich wollte den da rechts auslösen, aber der kommt wohl gar nicht so weit. Okay, sehr gut. Nämlich. Ich wollte laufen. Also B ist nicht laufen. Nur so für die Zukunft. Aha. Es gab einen Journal-Eintrag. Also ja, ich musste das Spiel neu installieren, weil, ne? Wie gesagt, ein paar Monate her. Aber neuer Journal-Eintrag. Ich dachte, die werden irgendwie abgespeichert im Online-Profil. Anscheinend nicht. Okay. Wie laufe ich denn? Achso, R1. Okay. Hops, hops. Oh, da ist eine Blondine. Blondine waren sehr, sehr wichtig. Also zum einen, um Gegner damit totzuwerfen. Und zum anderen, zum Lebenspunkte bekommen. Weg, 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 weg. Warum ist da oben so ein Totenkopf neben meinen Seilen anzeigen? So ein kleiner Zettel mit einem Totenkopf. Sehr komisch. Oh. Okay, ich hätte jetzt gerne... Ha, okay, richtige Taste. Dum-dum. 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 Rechter... Was? Ah, R1. Hey, das lief ja super. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich das erste Level ohne einen Lebenspunktverlust schaffen würde. Na, okay. Vielleicht muss man einfach nur eine Weile nicht spielen, dann ist alles gut. Glaubst du nicht, aber okay. Die Dinger nehme ich immer schön mit für eventuelle Edelsteine. Haben wir hier drüben irgendwas? Ja, Blondine. Okay. Die Taste dafür. Mhm. Du kommst mal mit. Tonk, tonk. Warum ist sie eigentlich immer ohnmächtig, wenn man sie aufhebt? Oder habe ich sie gerade irgendwie aus Versehen angestupst? Ist da unten stachelig was? Nein. Zoin, zoin. Bei 10.000 war irgendwas. Ich glaube, bei 10.000 konnte man sich irgendwas Tolles kaufen. Oh, apropos kaufen, da ist ein Geschäft. Hopp. Was haben wir da? Ein Bumerang, ein Netzgewehr, eine Schrotflinte und irgendein gelbes Ding. Nee, das will ich nicht. Was haben wir hier? Nix. Nix, nix, nix. Gold. Ach so. Die ganze Zeit, wo wir Blondine tragen, ist sie ohnmächtig. Das ist ganz normal. Ah, okay. Dann will ich nichts gesagt haben. Au. Oh. Habe ich gerade ein Leben verloren? Nein. Es war nur ein Journaleintrag. Boah. Au. Au, au, au. Panik. Ja, das war jetzt nicht so schön, dass genau da Stacheln sein mussten. Aber wir haben immer noch viel Leben, das ist okay. Au. Ich habe nur noch eine Bombe, ich schaffe das nicht alles zu bekommen, also einfach raus. Ja, Level 2, nicht so schön wie Level 1. Okay. Wir sind jetzt wieder auf Status Quo. Mit dem Unterschied, dass wir nur noch eine Bombe haben. Da will ich nicht lang. Ja. Möchtest du nicht runterspringen?
bin ja nicht gemein oder so. Und ich habe irgendwo... Wie zum Geier soll ich da rankommen? Da kommt keine Bombe mit einem Wumms durch. Das ist nicht gut. Nee. Das wird nichts. Okay, dann versuche ich von hier... Das war knapp. Ich glaube, ein Block mehr und ich hätte Fallschaden bekommen. Hops. So, die dicke Spinne würde ich eigentlich ganz gerne töten. Aber ich glaube nicht, dass wir so schnell dahin kommen. Weil die hatte... einmal dieses Kleb... Ah. Das war doof. Die hat einmal das Klebezeug dabei für die Bomben. Und sehr viele Edelsteine. Oh, ich erinnere mich gerade. Wir hatten irgend so einen Fluch, kann das sein? Dass wir immer unter 40.000 bleiben oder so? Weiß ich gar nicht mehr. So, wieder keine Blondine, wieder nicht so viel Gold. Schlangen, ich hasse Schlangen. Oh, das ist gut. Das heißt, hier ist irgendwo genau dieser Schacht. Und in dem Schacht unten ist eine Spitzhacke. Die wir brauchen, weil wir halt... Die wir brauchen, weil wir nur noch eine Bombe haben. Oh, danke. Da will ich nicht lang. Gut, dann halt in den Schacht runter. Floing. Nein. Aha, drei Bomben. Sehr gut. Genau das brauchen wir. So. Ich glaube, ich versuche mal nach links zu gehen, auf diesen kleinen Vorsprung. Genau. Oh, eine Brille. Ich glaube, die sorgte dafür, dass wir nur in diesem Level bestimmte Sachen sehen konnten. Jo, Kompass. Und Blondine. Ich glaube, ich kann auf den Bläuling darauf springen. Genau. So. Alles gut. Sehr schön. Okay, dich. Genau. Sprengen. Die Blondine holen wir gleich. Dann hier durch. Hier durch. Dich da ablegen. Mist, jetzt müssen wir wieder ein Seil benutzen. Oh, okay. Dann dich retten. Danach können wir weiterspielen. Ich könnte mich mit der Spitzhacke gleich noch rechts durch die Wand durch. Wenn der Geist uns lässt. Und die Kiste da aufmachen. Für mehr Seile. Sehr schön. Da oben wäre auch eine Kiste, aber da komme ich nicht so schnell hin, ne? Huh? Nee. Wohl, warte. Ha. Ich muss eigentlich über die grüne Schlange irgendwie... Oh. Nein, okay. Und Geist kommt. Ja, nee. Komm, nichts riskieren. Weg. Und raus. Das war schon besser. Also wir sind wieder bei 4 Leben. Wir haben eine Spitzhacke. Wir haben einigermaßen Gold. Und wir sind jetzt im Dschungel. Dschungel war sehr, sehr chaotisch. Das weiß ich noch. Mit den ganzen Piranhas und Wasserbecken und fleischfressenden Pflanzen und explodierenden Fröschen und ja. Hier können wir einen Sklaven kaufen. Die Sklaven waren doof. Und die Tiki-Fallen. Die Tiki-Fallen sind das absolut Schlimmste in dem ganzen Ding. Du da. Nichts drin, okay. Hau mal hier durch, bitte. So, dich werfen wir runter. Ja. Genau, bringt euch gegenseitig um, das ist sehr gut. Weg. Au. Au. Schon haben wir noch 3 Leben. Aber es hätte wesentlich schlimmer laufen können.
Der hätte mich in irgendeine Falle tackern können. Das finde ich so schön. Warte du mal hier. Zeug. Zeug. Fotoapparat. Achso, es war eine Waffe, ne? Ja, es war eine Waffe. Sehr komische Waffe. Aber die will ich gar nicht. Ich will meine Spitzhacke wieder haben. Jetzt muss ich irgendwie auf die Tiki-Falle darauf. Okay. Ahaha, okay. Wo ist Blondine? Ich habe eine Blondine gehört. Das sind Äffchen. Da ist die Blondine. Also, da ist ein Edelstein, aber links ist die Blondine. So. Ja, und zwar an einem sehr, sehr doofen Ort. Wie... Ah, so. Lebst du noch? Okay. Ich muss jetzt die Blondine... Sind da Piranhas? Nee, anscheinend nicht. Okay, Blondine rüberwerfen. Das mitnehmen. So. Was für eine Friemelarbeit. So, du, komm mit. Komm mit. Ja, Geist kommt. Ist okay. Nein. Mist. Wie kriege ich den jetzt da? Hier vielleicht. Jo, nein. Lauf. Und... So. Ich bin wach. Ist alles gut. Und ein Herz bekommen. Und immer noch die Spitzhacke. Ist alles super. Und der Tag der Toten. Hier gab es eine Schrotflinte umsonst. Das weiß ich noch. Da musst du nur ein bestimmtes Grab finden. Ich mag keine Tiki-Fallen. Da unten war schon mal ein Grab. Ich glaube, da stand ein Name drauf, oder? Auf dem Grab. Da ist ein Königsgrab oder so. Ja, das gab auch nicht Gold. Da ist eine Kiste. Ich habe irgendwo ein weibliches Wesen schreien hören. Oh, da ist ein Totem. Spitzhacke wird gleich kaputt sein. Okay, wir müssen hier durch. Bereite schon mal vor den Fluchtweg. Oh, okay. So, das wäre unser Fluchtweg. Und dann kann ich die Spitzhacke gleich hier lassen, okay. Also Blondine holen, also Kiste öffnen, Blondine holen, komisches Götzen, tolles, teures Ding da holen. Welche Reihenfolge? Okay, Blondine zuerst, Lebenspunkte sind wichtiger. Ich meine natürlich, menschliches Leben ist wesentlich wichtiger. Nicht Lebenspunkte. So. Zing. Komm. Oh, ich habe ganz vergessen, dass der Geist dadurch sofort kommt. Ich hoffe, er kommt von rechts. Scheint so, ja. Wir haben die Schrotflinte gar nicht bekommen. Kann ich mitleben. Okay, raus. Na? 68.000. Was war unser Rekord?
Ich glaube 90.000 um den Dreh. Ich habe eine Spinne gekillt, ja, sehr männlich. Spoing. Unten ist ein Explosivfrosch. Will nicht wirklich zu den Tiki fallen. Kann der Frosch nicht irgendwie explodieren? Das war eine doofe Ecke dafür. Von der Tiki-Falle in die Tiki-Falle ist auch nicht schön. Das überlebe ich. Ding. Genau, du bist kaputt. Da will ich nicht lang. Hier ist nichts. Oh, da ist so ein Schneckending und der Ausgang. Ich würde eigentlich noch gerne ein bisschen Gold abstauben, bevor ich zum Ausgang gehe. So. Push. Oh, warte mal, die untere Hälfte kann trotzdem noch Stacheln machen, ne? Ja. Yep. Okay. Sploing. Dann machen wir so und so. Lieber auf Nummer sicher. Oh, Blondine. Wo? Das Hilfeschreien wird lauter. Guck mal nach oben. Wird leiser. Okay, trotzdem nehme ich kurz den damit. Zink. Oh, und runter. Unten wäre praktisch, weil der Ausgang ist ja auch gleich da unten rechts. Ah, hallo. Ich mach mal dich kaputt. Dich kaputt. Das war der falsche Knopf. Ganz schön Bomben. So, du wartest hier. Wir holen jetzt die Blondine. Vorsicht da. Oh, die Stacheln sind doof positioniert. Ah, okay. Ich wollte nicht aus Versehen raufspringen. Nein, das machst du. Du doofes. Steh auf. Au, Entschuldigung. Hops. Oh, Geist kommt von. Schnell. Nein. Schade. Ich hätte nur einen Ticken schneller sein müssen, dann wäre ich auch noch reingekommen. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, lief wesentlich besser, als ich gedacht hätte. Wenn man bedenkt, wie lange ich nicht gespielt habe. Was man ja auch an den ganzen Bombenschmeißen gemerkt hat, dass nicht alles sein müssen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns vielleicht die Tage nochmal wieder. Bye, bye.